So, Nidhogg, nochmal, nach Wipe. Ich erkläre die Phasen gleich nochmal. So, Estian, wie gesagt, kann geheilt werden. Früher konnte man den Steinhaut geben. Jetzt kloppen wir erstmal auf den Boss. Ich weiß auch noch nicht, warum der Tank an ihm vorbeiläuft, weil man, wenn man durch den Mob durchläuft, ist man schneller, weil das macht keinen Unterschied. So, wir verteilen erstmal Schaden. Jetzt kommen diese Kugeln wieder. Mit diesen Kugeln einfach, wie gesagt, ausweichen. Der visiert immer einen Random-Spieler an. Es gibt immer zwei Kugeln und die weicht man dann einfach aus. Man sieht, man macht enorm viel Schaden, theoretisch auf ihn. Da stand der Heiler zum Beispiel bei uns. Tank. So, unser Heiler wird hochgenommen, unser Tank stellt sich zu mir und ich kriege gleich fett den Cleave ab. Weiter. Das ist nur AOE-Schaden. Aber da ist der Cleave. Den muss man nicht unbedingt abkriegen. Da kommen jetzt wieder die Kugeln. Bei den Kugeln ganz einfach, wie gesagt, ausweichen, einfach wegbewegen, wenn sie droppen. Jetzt macht er sogar drei Kugeln, das werden halt immer mehr. Mit Level 70 kann man ihn theoretisch in 1 durchkloppen, also in 1 runterkloppen. Da kommt der Ad, ich charge ihn an und hau ihn weg. Ja, ich spiele meinen Mönch vollkommen falsch, das sehe ich auch. Wie gesagt, die Ads gehen nur auf Estian. Und das sollte man tun nichts vermeiden. In dem Fall läuft das auch wesentlich besser. Die Ads kann man zwar tanken, aber erst nachdem sie... Entweder charge man sie an, unterbricht sie, oder man lässt sie einmal angreifen. So, wir liegen sehr gut in der Zeit, jetzt kommt auch schon der Dicke. Der macht einen AOE-Cleave nach vorne, da muss man halt einmal ausweichen. Da kommt ein Feuerball. Massaker castet er auch. Das ist aber diesmal kein Problem. Wir stellen uns rein in die Bubble und dann hat sich das erledigt. So, er castet seine Ulti. Oh, war da was. In dem Fall hätte der Heiler einfach Vitaka machen sollen. Wäre fixer gewesen. So, jetzt noch die letzten paar Prozent. Den kriegt man nicht auf 0 geschlagen. So, jetzt geht wieder unser Heiler hoch. Ich krieg gleich wieder garantiert den Cleaver. Ne, erstmal die Kugel. Ah, er droppt noch Kugel. So, dann setzt man den Lala-Limit ein. Und der Kampf ist vorbei. Wenn man Glück hat, droppt, wie gesagt, hier der Panda. Mein Kollege rennt zur Kiste. Und da ist kein Panda drin. Hm. Ja, das ist halt Pech. Das war's mit dem Guide. Viel Spaß.